Hey Arnie, deine Tricks sind scheiße. Wenn du beliebt sein willst, dann musst du dich abheben. Wie wäre es mit echter Magie? Der Zauberer Harry Houdini hat es zum Beispiel geschafft, mit gefesselten Händen lebendig begraben zu werden. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Heute werden wir dich lebendig begraben, zum dritten Mal. Und da die Leute schon oft gesehen haben, wie du diesen Trick vorgeführt hast, wirst du es dieses Mal auf besondere Weise tun. Wir werden dir Handschellen anlegen und der Sarg wird aus Metall sein. Okay, Arnie, Kumpel, bist du bereit? Rein mit dir! Bei der vergangenen Beerdigung hast du bereits die wichtigsten Regeln gelernt. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast doch noch zwei Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl. Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Oh, ja, vergessen dir zu sagen. Die Betonlösung bildet in Verbindung mit Wasser alkalische Moleküle. Und da deine Haut sehr feucht ist, wird das ganz schön wehtun. Glückwunsch, Arnold, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Genieße den Ruhm. Oh, bringst du Pünktchen Befehle bei? Der beste Weg, etwas zu lehren, zeigt sich an deinem Beispiel am besten. Hey, Arnold! Arnold! Oh nein! Hupala, wir haben ein kleines Problem. Arnold, habe keine Angst. Aber du bist lebendig begraben. Genau wie Rodrigo Cortez. Hör auf zu schreien! Schreien erhöht Panik, Herzschlag und dementsprechend die Menge an Luft, die du aufbrauchst. Und du hast maximal 2 Stunden Luft in deinem Sarg, bis dir der Sauerstoff ausgeht. Arnold, dein Telefon! Du bist doch nur 2 Meter tief. Hurra, du hast Empfang! Ruf deine Lieben an, die werden dich doch retten. Aber das ist nicht sicher, denn für sie bist du ja tot. Sie werden wahrscheinlich denken, dass dein Anruf ein dummer Scherz ist. Versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dein Post wird sicher gesehen, aber erst nach einer Katze im lustigen Outfit, einem neuen Beitrag von Ariana Grande und eine lustig geformte Kartoffel. Ich hab's! Mit Geotext versehene Posts erhalten 79% mehr Aufmerksamkeit. Und ein Post darüber, dass Öl gefunden wird, wird die Aufmerksamkeit von Donald Trump 100%ig auf sich ziehen. In kritischen Situationen werden die tierischen Instinkte aufgeweckt. Ich meinte ja eigentlich, dass die in dir aufgeweckt werden. Arnold, bei Sauerstoffmangel haben die Menschen oft Halluzinationen. Vielleicht können wir einfach googeln, was zu tun ist. Das Leben nicht verändern, einen Sarg kaufen, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Die Suchergebnisse gehen ja gar nicht. Oh, Kill Bill 2! Mach es wie Uma Thurman! Du musst ein Loch in den Deckel schlagen. Sei stark im Geist. Sammle all deinen Ärger wie Naruto und... Hat es wehgetan? Du musst irgendwie den Deckel aufkriegen. Schau, ob du irgendetwas in der Tasche hast. Ah, Arnold, was ist das? Oh, was soll denn das? Du nutzt das doch nicht mal außerhalb eines Sarges. Ah, das wird reichen. Schlag! Ist so, als ob du Faschisten entkommen wollen würdest oder vor dem Gejaule von Billie Eilish kapitulieren würdest. Geschafft! Jetzt musst du die Erde im Sarg verteilen, um den Weg nach draußen freizumachen. Du musst das Hemd über deinen Kopf ziehen. So verhinderst du, dass du erstickst, wenn die Erde sich überall um dich herum befindet. Arnold! Arnold! Aufwachen! Wieder Halluzinationen? Es ist viel einfacher, dem Grabe zu entsteigen, wenn die Tiefe gleich oder weniger als die Größe der Person ist. Hier sind es 2 Meter, also krieche wie ein Wurm hoch. Arnold, du hast es fast geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Oh mein Gott, hat dieser Löwe tatsächlich den ganzen zweiköpfigen Kerl verschlungen?
Nein, eigentlich. Die Köpfe scheinen ja unverletzt zu sein. Aber was wird nun passieren? Wird die große Show der Saison abgesagt? Hey, es scheint, dass der Direktor dich bemerkt hat und dich in der Besetzung haben will. Aber nur, wenn du zustimmst, dass diese beiden neuwertigen Köpfe an deinen Körper angenäht werden. Davon hast du doch schon immer geträumt, oder? Nun, da du zustimmst, solltest du mehr über die bevorstehende Operation herausfinden. Die erste erfolgreiche Kopftransplantation wurde 1908 von Charles Guthrie durchgeführt. Er hat sie allerdings an Hunden durchgeführt. Einer der Köpfe wurde verkehrt herum an den Hals eines Hundekörpers genäht. In den 1950er Jahren erreichte Demikov die volle Funktionsfähigkeit eines zweiten Kopfes. Er transplantierte 20 Köpfe zusammen mit der vorderen Hälfte der Hunde. Dann wurde der Kopf eines Hundes auf den Körper eines anderen transplantiert. Und dann gab es ja noch einen Affen, der nach der Transplantation sogar versuchte, seine Ärzte zu beißen. Im Jahr 2013 kündigte Sergio Canavero Pläne für eine menschliche Kopftransplantation an. Die geschätzten Kosten betrugen 12,8 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 wurde unter seiner Leitung ein toter menschlicher Kopf auf eine Leiche transplantiert. Eigentlich passt das ganz gut, Arnold. Jetzt ist es an der Zeit, deine Rolle zu proben. Ich hoffe, du vermasselst es nicht und machst diesen schönen Köpfen Schande. Du wirst jonglieren müssen, während du mit deinem Einrad auf einem Sprungbrett durch brennende Reifen fährst. Juhu, es scheint ihnen nicht zu gefallen, dass du so dumm bist, Arnie. Versuche die Profis, die deinen Körper verwalten, nicht zu stören. Alles, was von dir verlangt wird, ist doch die Vorstellung nicht zu verderben. Die große Premiere, alle Augen sind auf dich gerichtet, Arnold. Heute bist du der Hauptbestandteil der Show. Daumen drücken, Kumpel. Du machst das toll, nur noch ein bisschen mehr und... Ist das da drüben Tagaya? Ist sie gekommen, um dich zu sehen? Nein, nein, lass dich nicht ablenken. Nicht jetzt, Arnold. Was für ein Trottel. Indem du versucht hast, ein Gentleman zu sein, hast du dich selbst und die Trull-Brüder in Ungnade fallen lassen. Das war doch der größte Reinfall, den dieser Zirkus je gesehen hat. Arnold, wie ich sehe, hatte dein Tag einen durchschlagenden Start. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber du tust mir leid. Aber ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Dr. Joe hat eine Geheimformel, die jeden Schmerz lindern kann. Aber ihr Rothaarigen braucht mehr Betäubungsmittel als normale Menschen. Das liegt an einem Gen, das euch eure rote Haarfarbe verleiht. Unser Körper besteht aus einer riesigen Anzahl von Zellen. Damit sie miteinander kommunizieren können, gibt es spezielle Proteine in der Zellmembran. Das sind die Ionenkanäle. Ionenkanäle sind so etwas wie Tore für unsere Sinne. Dank ihnen können wir warm und kalt fühlen, riechen und schmecken und auch Schmerzen empfinden. Iss mal ein bisschen Schokolade, Arnold. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Schokolade Kopfschmerzen verursacht. Vielleicht kommt dir dieser Mangel entgegen, denn dann musst du nie die körperlichen Schmerzen spüren, die ich dir zufügen würde. Aber freu dich nicht zu früh, Kumpel. Schmerz kann auch emotional sein. Wart's ab, zum Beispiel unerwiderte Liebe. Diese Art von Schmerz erleben die Menschen, die 2015 ihre Bitcoins verkauft haben. Arnie, mein Freund, Kopf hoch. Du empfindest keinen Schmerz und das kann helfen, deine Individualität zu unterstreichen. Du kannst dir zum Beispiel einen Diamanten in die Stirn stecken, genau wie der berühmte Rapper Lil Uzi Vert. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Schmerz empfinden. Das ist eine Folge eines Defekts im SCN9A-Gen. Solche Menschen können kalt und heiß unterscheiden. Sie spüren Berührungen, aber die Schmerzsignale kommen nicht an. Arnold, willst du Tagais Freund wirklich wegen des Kusses verprügeln? Vergiss nicht, Arnold, kein Schmerz zu empfinden bedeutet nicht, dass du unsterblich bist. Du musst sofort ins Krankenhaus. Verstehe, du bist immer noch derselbe faule Kerl. Solange du keine Schmerzen spürst, reicht auch ein gewöhnliches Klebeband. Ups, es sieht so aus, als ob die Wirkung von Dr. Joes Medikament vorbei ist. Willkommen zurück im normalen Leben, Arnie. Nein! Arnold, das ist so typisch.
Ja, heute ist definitiv nicht dein Tag. Du siehst richtig scheiße aus. Aber das war's wert. Du hast eine Menge Leute aufgeheitert. Warte, liegst du im Koma? Wenn man dich so ansieht, könnte man meinen, du wärst tot. Aber du bist noch am Leben. Im Koma bist du nicht in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren. Deshalb wirst du der beste K-Pop-Fan sein. Und du kannst denselben Song jahrelang in der Schleife hören. Menschen können zwischen ein paar Tagen und einigen Jahren im Koma liegen. Edward O'Bara fiel im Alter von 16 Jahren in ein Koma und verbrachte 42 Jahre in diesem Zustand. Nach Angaben von Patienten fühlen sie sich während des Komas ganz real an. Sie wanderten durch lange und dunkle Gänge, Labyrinthe und durchliefen komplexe Mechanismen. Der Grad des Komas wird anhand der Glasgow-Koma-Skala bestimmt, wobei 15 Punkte klares Bewusstsein und 3 Punkte Hirntod bedeuten. Arnold, Sie werden die Maschine abschalten. Wach auf! Ich verspreche dir keine Experimente mehr an dir. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Komm schon, Arnie, du kannst es schaffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Wie geht's dir? Sprichst du Klingonisch? Du gehörst zu denen, die nach einem Koma ihre Muttersprache vergessen haben und nun eine völlig fremde Sprache sprechen. Aber dass du nach einem Koma angefangen hast, Dreck zu essen, das ist irgendwie nicht normal. Was für ein einzigartiger Ignorant du doch bist. Aber herzlichen Glückwunsch, du hast deine 10 Millionen Views. Entspann dich, sonst platzt gleich der letzte Rest deines Gehirns. Machst du einen IQ-Test? Oh, haben wir dich geärgert. Und nun willst du uns beweisen, dass du klüger bist. Oh, mach dir doch nichts vor. Obwohl, ich habe eine Idee. Das Gehirn arbeitet besser, wenn es viele Nährstoffe erhält. Das erreichen wir mit einer schnelleren Durchblutung. Ein Schuss Adrenalin erhöht deine Herzfrequenz auf 220 Schläge pro Minute. Und eine 40. Tasse Kaffee liefert alle 350. Wollen wir mal sehen, ob wir dein Gehirn genug genährt haben? Was aber, wenn wir dein Herz 300.000 Mal pro Sekunde schlagen lassen würden? Das Blut rast durch deine Venen 20 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Offensichtlich platzen alle Venen und Blutgefäße sofort und dein Herz kann sich nicht mehr zusammenziehen. Also werden wir dir ein Upgrade verpassen. Wir ersetzen dein Herz durch einen Motor und machen dein Blut zähflüssiger. Jetzt läuft alles ganz anders. In dieser Form bist du ein Übermensch. Alle Prozesse im Körper werden tausendfach beschleunigt. Das wird die produktivste Zeit deines Lebens sein. Mit einem solchen Gehirn kannst du Unternehmen gründen, erfolgreicher als Google werden oder Einsteins Gravitationstheorie verfeinern. Aufgrund deines beschleunigten Stoffwechsels musst du jedoch fast immer auf dem Klo sitzen. Aber keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Dein Körper kann maximal 2 Stunden so einem Stress standhalten. Und dann, bam! Bye, bye, Birdie. Oh, Arnold, du hast vergessen, den Test zu machen. Arnold, wo wirst du jetzt wohnen? Sieht aus wie Wald. Nun, ich mache mir keine Sorgen. Du weißt wahrscheinlich schon, dass du Blätter unter dein Hemd stopfen musst, um dich warm zu halten, dein Trinkwasser filtern musst und... Nein, ist nichts, du Idiot! Also, solange du noch nicht so tief im Wald verschwunden bist, hör genau zu. Das Geräusch eines Traktors ist noch in 3 bis 4 Kilometern Entfernung zu hören. Das Bellen eines Hundes in 2 bis 3 Kilometer. Ein vorbeifahrender Zug ist noch in 10 Kilometer Entfernung zu hören. Und BTS-Songs? Nun ja, die kann man immer hören. Oh, was ist das, Arnold? Süß. Oh, schau mal, der Kleine hat sich verlaufen. Genau wie du. Plumplores leben hauptsächlich in tropischen Wäldern. Versuch gar nicht erst, ihn zu streicheln, Arnie. Lores lecken ihre Ellenbogengelenke, die ein tödliches Gift absondern, sodass ihr Biss dich töten kann. Du solltest den Spuren der Tiere folgen. Es wäre toll, wenn du fließendes Wasser findest. Ein Bach oder Fluss.
Hier kannst du dir Nahrung besorgen, indem du Fische fängst. Ja, Arnold, wenn du das so machst, dann wirst du den ganzen Tag hier sein. Und wie du sehen kannst, hatte ich recht. Die Nacht ist die gefährlichste Zeit im Wald. Hey, Kumpel, ich denke, du solltest die Nacht hier in diesem Baum verbringen. Ja, es ist nicht das Ritz, aber es ist sicher. Am Morgen musst du auf eine Lichtung gehen, damit du für die Retter sichtbar bist. Eine Person in einem Wald zu finden, ist eine ganz besondere Aufgabe, an der Retter, Freiwillige und das Militär beteiligt sind. Das Gelände wird in Quadrate aufgeteilt und jedes davon wird gründlich durchkämmt. Es gab einen Fall, in dem jemand, der sich verirrt hatte, ohne es zu wissen, auf die Suche nach sich selbst ging. Dieser Typ schaffte es, aus dem Wald herauszukommen, erzählte niemandem davon und beteiligte sich an der Suche nach ihm. Du kannst aus der Luft gesehen werden, wenn du ein Feuer machst. Am besten ist es, wenn du frisches Laub darauf wirfst, damit es richtig qualmt. Nicht die Retter haben dich gefunden, sondern ein einheimischer Jäger. Er hat dein Feuer gesehen. Glückwunsch, Arnie. Du hast es nach Hause geschafft. Aber warte mal, du hast es ja vermietet. Nun, das ist kein Problem mehr, denn du weißt ja nun, wie man auf einem Baum lebt. Scheint, als hättest du heute ein bisschen zu lange gespielt, Arnie. Willst du vernünftig sein, dann geh ins Bett. Gute Nacht. Arnold. Wenn man den ganzen Tag Computer spielt, ja, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Nach einer solchen Überreizung kann etwas Schreckliches passieren. Zum Beispiel Schlaflähmung. Der REM-Schlaf ist ein Zustand, in dem der Körper unbeweglich ist. Bei der Schlaflähmung wacht dein Gehirn auf, aber deine Muskeln bleiben eingefroren, sodass du zwar sehen und hören, dich aber nicht bewegen kannst. In diesem Moment treten Halluzinationen auf und es fühlt sich an, als säße ein Dämon auf dir. Aber das dauert nicht lange. Was ist los, Arnie? Hast du Angst, im Dunkeln zu schlafen? Etwa 10% der Menschen auf der Erde leiden unter Nyktophobie, der Angst vor der Dunkelheit. Wissenschaftler, die glauben, dass diese Eigenschaft genetisch vererbt wird. Unsere Vorfahren, die hatten doch Angst vor nächtlichen Raubtierattacken. Und so malt unsere Vorstellungskraft die schrecklichsten Bilder in die Dunkelheit. Sieht aus, als wäre da jemand hinter dem Fenster. Aha. In der Weltrangliste der Angsthasen belegst du, Arnold, den ersten Platz. Alle Ängste werden in der Amygdala des Gehirns gebildet. Ein Gefühl der Angst entsteht in diesem winzigen, 1,5 Zentimeter großen Sack. Es gab tatsächlich Fälle, in denen die Amygdala von Menschen durch die Urbach-Wiethe-Krankheit zerstört wurde. Dadurch wird die Angstreaktion dauerhaft ausgeschaltet. Aber das trifft ganz sicher nicht auf dich zu, Arnold. Du hast vor allem Angst, sogar vor deinem eigenen Schatten. Okay, okay, ich mach das Licht an. Nur damit du weißt, dass niemand hier ist. Aber mit eingeschaltetem Licht zu schlafen ist auch eine schlechte Idee. Es unterdrückt die Menge an Melatonin, die während des Schlafs produziert wird, was zu Übergewicht führen kann. Die Entscheidung liegt also auf der Hand. Um nicht zu einem übergewichtigen, gelbbäuchigen Feigling zu werden, musst du im Dunkeln schlafen. Ja, ja, es ist nicht leicht einzuschlafen, wenn es sich anfühlt, als wäre jemand anderes im Zimmer. Vielleicht ist es ja nur deine Einbildung. Ich liebe es, ihn zu wecken, wenn er so süß schläft. Steh auf, Faulpelz. Ich hab was für dich, Arnold. Du hast nur noch 24 Stunden zu leben. Ich denke, du solltest googeln, was man in so einer Situation tun sollte. Lösch zuerst deinen Browserverlauf. Oh, so. Und hier sind die Top 3 Antworten auf diese brennende Frage. Wie würdest du den letzten Tag deines Lebens verbringen? Mit deinen Liebsten? Ich glaube, für dich, Arnold, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Die zweite Option ist, dich mit Junkfood vollzustopfen. Naja, das machst du eh schon den ganzen Tag. Und schließlich Nummer 3. Verbringe den Tag am Meer mit einem geliebten Menschen. Oh, jetzt wird es interessant. Arnold, willst du wirklich das tun, wovon du dein ganzes Leben schon träumst? Hoppla, jemand ist das Benzin ausgegangen und das Geld. Tolle Idee, du kannst einen Kredit aufnehmen und es an deinem letzten Tag so richtig krachen lassen. Hol das Maximum raus. Du wirst dich wie der reichste Kerl auf dem Planeten fühlen. Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, verdient genug Geld, um alle 50 Sekunden einen neuen Tesla Model S zu kaufen. Jetzt bist du reich, Arnold.
Du kannst dein eigenes Flugzeug mieten und fliegen, wohin du willst. Arnold, was hast denn du vor? Wow, du willst der Gaia ihren Freund wegnehmen. Und nimmst sie mit auf eine Reise? Arnold, du bist mein Held. Wenn wir die Zeit nur zurückdrehen könnten, damit dieser Moment wirklich andauert. Und wenn ich dir sage, dass das möglich ist? Um zu verhindern, dass der Tag endet, musst du die Sonne überholen. Dazu müssen wir mit einer Geschwindigkeit von 1167 Kilometern pro Stunde entlang des Äquators nach Westen fliegen. Wenn du mit dieser Geschwindigkeit fliegen kannst, dann wird der Tag niemals enden. Leider wird sich das nicht auf deine Lebenszeit auswirken. Es sind deine letzten Sekunden, Arnold. Komm schon, tu es! Du bist am Leben, Arnold? Ah, ich verstehe. Laut des Vertrags hast du nämlich kein Recht dazu zu sterben, bevor du nicht den Kredit abbezahlt hast. Arnold, du heiratest? Die Welt wurde von einer neuen Epidemie heimgesucht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Hoho, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow, wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oh, wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Boah, das gibt's doch nicht. Das ist Chuck, der verdammte Norris. Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Igitt, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann. Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist. Das nennst du einen Schlag. Das ist ein Schlag. Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Flix und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas. Oh nein. Sieh mal, Arnie. Du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas. Ihr müsst sie retten. Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin, die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort. Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich. Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen, Grigori Rasputin. Das hier ist der große Mann. Es scheint, unser Heil hat einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Mach dir keine Sorgen um ihn. Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant!
Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran. Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als in Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy. Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. Du warst ein netter Kerl. Oh, jetzt verstehe ich, was für eine Wendung. Arnold, ich gratuliere dir. Jetzt, wo du endlich heiraten wirst, wenn auch ein Zombie. Platzier deinen Hintern und sag, was du zuerst isst. Los, Arnold, ede mene miste. Der Biss einer Babykobra kann einen 3-Tonnen-Elefanten töten. In ihren Körpern befindet sich fast keine Luft, aber die Schlangen können bis zu 10 Stunden lang die Luft anhalten. Der Magensaft verdaut sie in 1,5 bis 2 Stunden, als ob es ein Huhn wäre. Was oben reinkommt, muss durch den Anus auch wieder raus. Oh, guck, das ist Gift. Solange es nicht mit deinem Blut in Berührung kommt, passiert absolut gar nichts. Was zur Hölle? Wenn es aber in ein Geschwür oder eine kleine Wunde kommt, wirkt das Gift sofort. Lähmung, Krämpfe und nach 15 Minuten bist du ein Goner. Aber nur, wenn du kein Gegenmittel hast. Okay, wer hat den Frosch reingelassen? 1 Gramm vom Gift von Philobates terribilis kann eine ganze Stadt töten. Tritt ein kleines Tier auf die Schleimspur dieses Frosches, tötet das Gift sofort. Selbst wenn du nur einen kleinen Tropfen des Giftes auf deine Haut bekommst, boom, bist du tot. Der Frosch wird 30 Sekunden nach dem Abtauchen in den Magen ohnmächtig und 10 Minuten später wartet ein schmerzhafter Tod auf dich. Und ein Gegenmittel für das Gift gibt es nicht, brauchst also gar nicht erst suchen. Und wenn man das Gift eines Skorpions mit dem Gift der Philobaten mischt, erhöht sich die Stärke um das 12-fache. Einen letzten Wunsch? Möchtest du, dass die Zuschauer abonnieren und ein Like hinterlassen?